Hallo liebe Leute, ja, rede ich mal wieder drauf los. Das Thema ACTA. Ich bin für ACTA. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir brauchen mal mehr Regeln in diesem Land, ne? Es kann ja nicht angehen, dass wir irgendwelche Sachen so runterladen und nicht dafür zahlen oder irgendwelche Lieder bei YouTube hochladen. Das geht doch nicht. Ey, hier alle sind so lasch. Das Gute ist, ACTA, komm. Dann bekommt ihr alle, was ihr verdient, ihr Drecksleute. Okay, ich könnte noch 10 Sekunden weiter so reden. Und da hätten dann über die Hälfte meiner Abonnenten mich deabonniert. Oder vielleicht haben das schon ein paar, weil die nur die ersten Sekunden angeguckt haben. Ich habe gedacht, machst du jetzt ein Video? Ja oder nein? Warum sollte ich eins machen? Jeder hat ein Video gemacht. So Leute mit mehr Abonnenten wie Tan Schäfer oder Herr Tutorial, jeder hat eins gemacht. Wozu sollte ich eins machen? Ich meine, Was bringt denn das? Jeder hat doch bestimmt die anderen Videos von Tan Schäfer und so weiter gesehen. Das sind auch gute Videos. Aber was keiner sagt, was sollen wir machen? Okay, ich könnte die Petition unterschreiben. Wenn ihr das machen wollt, geht auf Tan Schäfers Seite und guckt unter seinem Link, bei seiner Beschreibung und so weiter. Da hat er einen Link, glaube ich, dazu. Oder die Außenseite, ich weiß es nicht mehr. Da kann man eine Petition gegen ACTA und so weiter unterschreiben. Okay, was haben wir dann? Verhindert das wirklich, dass ACTA durchgesetzt wird? Verhindert das wirklich, dass die Petition? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht unterschrieben. Ja, jetzt bin ich ein schlechter YouTuber. Oh mein Gott, Tom, wie konntest du das nur machen? Du bist ein schlechter YouTuber. Du bist wohl für ACTA, ja, könnte man jetzt denken, ne? Aber nein, ich bin dagegen. Nur die Frage ist, was sollen wir machen? Was ich am liebsten machen würde? Die Leute, die für ACTA verantwortlich sind, mal richtig eine reinschlagen. Und hier, dieser Henry da, der unter meinen Videos die Kommentare macht seit kurzem. Henry, irgendwie, welche Nummer, was auch immer, wie sein Name ist, keine Ahnung, irgendeine schwule Nummer, ich weiß es nicht. Mal gucken, was du unter diesem Video schreibst. Du bist ja so toll. Schreib mal was unter diesem Video. Und weißt du was, wegen solchen Leuten wie dich wird ACTA auch durchgesetzt werden. Du bist ein Internetgangster. Ja, du bist sehr cool. Und auch andere Leute. Wenn ich jetzt wirklich weiter gelabert hätte, ich bin für ACTA, hätten alle vielleicht 1000 weitere Accounts gemacht, nur um Daumen runter zu geben, nur um mich zu beleidigen, weil ich sie vielleicht geblockt habe, ja? Sowas könnt ihr natürlich gut. Natürlich nicht meine Abonnenten, sage ich jetzt mal, oder Zuschauer. Aber der Rest. Alle sitzen sehr schön und hier Hayden, das sehe ich noch alles. Aber wirklich aufstehen, rausgehen. Nein, wenn ich jetzt aufrufen will, hey Leute, wollt ihr ein Video mit mir machen? Gegen ACTA. Einfach in der Stadt rumlaufen und sagen, ja, wir sind gegen ACTA. Nein. Den meisten wäre doch viel zu kalt und die haben was Besseres zu tun. Wie bei Facebook rumgammeln, irgendwas, egal, jeder hat irgendeine Ausrede, es interessiert sie ja gar nicht. Deswegen, ja, warum konnten wir denn die, oder wir, was heißt wir, warum wurden denn die Juden getötet? Genau, weil alle mitgemacht haben, weil alle so dumm sind. Deswegen, ey, das ist so eine Scheiße, ey. Wenn ACTA wirklich durchgesetzt wird, und ich sage mal so, es wird sehr dramatisiert, aber man weiß ja nie, wie schlimm es kommt. Und Tan Schäfer hat recht, wenn er sagt, lieber einmal mehr rebellieren als zu wenig, nicht wahr? Aber die meisten würden sich ja nicht mal trauen zu rebellieren. Sie sind schön zu Hause oder hey, lieber mich, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Nicht wahr, Henry? Ja, deine Kommentare sind echt cool. Was du wohl gegen ACTA machst? Ich glaube nicht. Du hatest lieber mich, ist einfacher, nicht wahr? Soll ich auf die Demos gehen? Ja, hier ist keine Demo in der Umgebung. Ich könnte jetzt rausgehen, aber dann bin ich der einzige Idiot, der das macht. Kommt jemand mit? Nein, allen ist zu kalt. Was soll das denn bringen, wenn ich vor die Straße gehe? Wer soll das denn sehen? Meine Nachbarn oder was? ACTA, was ist ACTA? Die meisten wissen ja nicht mal, was ACTA ist. Was soll ich da erreichen, wenn ich rausgehe? Ja, ich gehe raus. Toll. Wenn mal alle rausgehen würden, dann würden die Medien auch mehr reagieren, ne? Und sagen, ja, ACTA dies, ACTA das. Aber hindert das Frau Merkel wirklich daran, das zu unterschreiben? Vielleicht sollten wir Frau Merkel mal eine verpassen. Julian wäre gefragt, er sollte ihr mal eine Schelle geben. Eine Zuhälterschelle oder ein Bitch-Slap. Naja, lieber eine Zuhälterschelle. Ne? Oder mit der Faust. Julian, das wäre doch mal eine Aufgabe für dich, oder? Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun, außer ein bisschen zu haten und Kommentare über irgendwelche schlechten Videos zu machen. Die Menschheit ist so armselig. Seit ich mit YouTube angefangen habe und jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr Zuschauer habe und auch jetzt bei anderen YouTubern sehe, wie sie gehatet werden, dann denke ich nur, ach, und die Leute sollen gegen ACTA auch vorgehen, na, das glaubt ihr doch selber nicht. Ach, das mit dem Video ist ja auch sehr schön, wenn man sagt, ja, teilt dieses Video, ja. Es gibt doch ein gutes Video, oder? Dann kann man dieses eine Video gut teilen. Aber nein, jeder YouTuber muss es natürlich machen. Ist natürlich ein guter Vorwand, teilt das Video. Ja, wenn man Geld damit verdient, ist es ein sehr guter Vorwand, teilt dieses Video. Ach, was laber ich denn überhaupt für eine Scheiße? ACTA wird eh durchgesetzt, nicht wahr? Ah, hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal. Sitzen wir zu Hause, sind bei Facebook und hoffen wir mal nicht, nicht wahr?
Ja, wir können alle viel posten, nicht wahr? Ganze Scheiße. Mein Video muss keiner posten. Ich habe das Video gemacht, war ein Scheiß, oder ist ein Scheiß Video, ja. Aber mehr habe ich auch nicht erwartet, oder mehr habt ihr wahrscheinlich auch nicht erwartet von mir. Alle haben es schon gemacht, alle haben es viel besser gemacht. Warum sollte ich das noch machen? Ist es meine Aufgabe als kleiner YouTuber, da mir ja kaum Leute zuhören, warum sollte ich das machen? Jeder, der was gegen ACTA machen will, macht es auch ohne mein Video, okay? Also wozu Beton? Wozu? Tan Schäfer, Herr Tutorial, die Außenseiter, die haben alle Videos. Teilt diese Videos. Warum meine? Braucht ihr ja nicht, ne? Ich weiß, keiner hat es mir gesagt. Okay, einer hat gefragt, ob ich ACTA mache. Okay, jetzt habe ich es gemacht. Tut mir leid, dass es jetzt so scheiße geworden ist, aber ich bin halt nicht so motiviert, wenn ich an die Menschheit denke. Ich bin selber ein Mensch, ich weiß, aber wenn ihr die Hater seht, ach, was laber ich auch noch. Das war's, euer Beton, bis zum nächsten Mal.